Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Duell-Massaker. Ich habe mir die gute Nina eingeladen. Hallöchen. Und wie lange ist es her, dass du Tetris gespielt hast? Ja. Ich glaube, das letzte Mal so, als du mir die Cartridge mitgegeben hattest damals. Ich glaube, das war, wo du das erste Mal hier warst. Oder das zweite Mal, ich weiß es nicht mehr. Irgend sowas, ja. Aber mir war das letzte Mal, wo ich mit Berzi aufgenommen habe. Das war, glaube ich, Anfang diesen Jahres oder was Ende letzten Jahres. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, das war irgendwo gegen Anfang des Jahres. So, wir spielen jetzt erstmal mit Schwierigkeitsgrad 0. Und in der Post-Production werdet ihr beide Aufnahmen nebeneinander sehen, damit ihr auch seht, was wir jeweils verbrockt haben. Ich finde das immer super spannend, auch beim Schneiden dann zu sehen, wie es bei der anderen Person dann läuft, wo er dann denkt so, man hat ganz knapp gewonnen, dann war es nicht knapp. Oder man denkt so, ganz knapp gewonnen und dann war es auch nicht knapp. So, dann let's go. Huhu. Aber Tetris ist halt auch so ein Spiel, das kannst du halt, kannst du auch immer wieder anpacken. Ich hätte ja gern hier in Switch Online noch Dr. Mario. Oh ja, das würde echt Spaß machen, denke ich. Ich denke mal, es würde denen insgesamt auch gut tun, noch mehr von den Multiplayer-fähigen Games da rein zu dübeln. Das denke ich auch. Vor allem, Nintendo hat ja so eine große Spielebibliothek. Ja, ich denke mal, da ist es viel dann auch wieder mit Licensing, was das Problem macht. Das ist auch so eine Sache, die viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben. Dass da meistens immer irgendwo noch einer dran sitzt, der den Finger auf irgendwas hat. Naja. Oder so viel Asche dafür haben will, dass dann halt Nintendo auch sagt zu dieses Jahr, für das, was es uns bringt, ist es uns das nicht wert. Ich sag mal, ich wollte das ja auch schon lange machen. Mit zwei Super Nintendos, da fehlt mir noch das zweite Super Game Boy 2. Die sind ja irgendwann so teuer geworden. Hm. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Uiuiui. Kann ich mir vorstellen. Wenn ich bedenke, den ich da habe, der ist ja noch sealed. Oh. Und der hat mich knapp 90 Euro gekostet. Und jetzt kriegst du den nur Naked Bone, kostet der jetzt mehr, okay, ich muss jetzt eigentlich mal gucken, was die aktuellen Preise sind. Kostet der damals mehr als die Sealed-Variante, die ich halt rumfliegen hatte. Das war halt auch so dieses, what the fuck? Ach, verdammt verbaut. Ja, das geht schnell. Bei mir sieht's auch nicht so rosig aus. Ja, das sagst du, der du mir schon haufenweise Plattformen unter den Hintern gepackt hast. Bei mir geht's ja gar nicht voran, weil, ja, ich die ganze Zeit nur Mist krieg. Bei mir war es jetzt auch so dieses Uiuiuiui. Also, aha. Langsam wusste ich auch nicht mehr mit dem ganzen Müll wohin. Ich finde es auch interessant, wie viele Leute ich gefragt habe, die einfach gekniffen haben. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil es geht hier nicht darum, den anderen abzuzocken, sondern einfach ein bisschen zu quatschen und ein bisschen Spaß zu haben. Wir sind alle keine Pros da drin. Richtig. Ist nicht so, als wäre irgendwer hier E-Sportler oder so. Ja, aber ich finde, das ist halt auch so der Spaß dabei. Vor allem ist auch, finde ich, eine schöne Cross-Promotion. Und ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass irgendjemand auf YouTube was Ähnliches gemacht hat. Wahrscheinlich wird irgendjemand dafür dann wieder Credit kriegen, dass er so einen Krempel gemacht hat, obwohl ich es dann schon wieder Ewigkeiten vorher gemacht habe. Wäre nicht das erste Mal bei mir. Ich werde dann auch immer denken so, wow. Aber so ist das nun mal. Der Algorithmus ist nicht für die Kleinen. Hey, das hättest du behalten können. Das ist noch nicht Weihnachten. Aber jeder braucht ein paar Geschenke.
Und gerade bei Geschenken sind, ich brauche eine neue SSD. Ja, das habe ich schon gehört. Mal sehen, wie ich das irgendwie zusammenraffeln kann. Sind zwar aktuell angenehm günstig, aber es ist auch leider nicht drin. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht, da ich ja Weihnachten eh alleine bin, ob ich dann nicht einfach mal einen Stream mache mit Spenden an. Ich habe schon von einigen gehört, oh, kaufe ich dir dies? Nein, das will ich so nicht. Ich sag mal, hier kann man wenigstens noch froh sein, dass der Krempel, den du geschickt bekommst, unten landet. Und nicht obendrauf wie bei Hey! Und dann klettert es mir direkt beim Spawn nochmal die ganze Basis zu. Ach ja. Ja gut, jetzt hättest du ziemlich gelitten gehabt. Ich hatte jetzt gerade das, was du mir geschickt hast, freigeräumt. Und wenn jetzt gerade gekommen wären, hätte es bei dir Tetrisse gehagelt. Das habe ich in einem der anderen Aufnahmen schon mal erzählt. Meine Mutter hat ja von mir zum 60. Gameboy bekommen. Und mit Beleuchtung etc. und hast du nicht gesehen. Mhm. Und weil sie irgendwann mal gesagt hat, so, oh, so ein Gameboy mit Tetris und Dr. Mario. Und hab sie dann irgendwann mal dazu genötigt, halt auch hier gegeneinander zu spielen. Die ist, ach, das kann ich doch nicht. Und hast du nicht gesehen? Zwei Matches hat sie verloren, dann habe ich nicht mehr das Licht des Tages gesehen. Tja, alte Leute geben sich da halt echt irgendwie immer die Blöße. Allein wenn ich es mir mal meine Mutter angucke, die spielt heutzutage immer noch super gerne Ocarina of Time und Majora's Mask. Und so, aber auch wenn die Steuerung dann quasi 1:1 dieselbe wie bei den moderneren Titeln ist, besteht sie dann immer darauf, dass sie für die neue Steuerung zu alt ist. Und dann guckt man sich halt so beispielsweise dieses Skyrim-Ümmchen auf YouTube an, die das wohlbemerkt auf PC spielt. Ja, da sage ich aber trotzdem dann dieses, wenn man nicht will, hat man halt Pech. Da bin ich mittlerweile recht schmerzfrei, aber bei meiner Mutter hast du halt einfach gemerkt, die spielt es halt fast jeden Tag. Hat Gameboy auf Toilette liegen und ja. Da geht's dann rund. Vater und ich haben auch schon geschmunzelt, so nach dem Motto, früher hat sie immer gescholten, wenn wir etwas längere Sitzungen hatten. Und jetzt ist das Ganze einfach mal komplett gedreht. Find's lustig. Und ich will auch nicht wissen, wie das hier irgendwann mal ausgeht, wenn ich irgendwann mal einen erwische, ach ja, der besser in Tetris ist. Wir sind ja auch nur Casuals. Ja, ja. Und bei mir killt sich im Endeffekt das Spiel die ganze Zeit selbst. Ja gut, ich versuche halt einfach den Krempel nur so hinzupacken, dass er keine Probleme verursacht. Ja, also ich mach ja auch. Da jetzt nicht dann, wirklich irgendeine Strategie oder so. Ich ja auch nicht. Dann ist das halt nur so am Ende dieses, okay, da oh, ist fuck, jetzt... Oh, Scheiß. Da geht's jetzt nicht weiter, da klumpt sich der Mist und Ende Gelände. Ja, passiert. Ja. Wie du schon sagtest, es ist... hier kein Profiwerk. Ich denke mal, bei mir sieht man auch, wenn ich dann da sitze und einfach nicht weiß, wo ich mit irgendeinem Teil hin soll, so das dann fünfmal gedreht habe und oder man cocky ist und nein! Naja. Blöd ablegt. Das hatte jetzt viel Potenzial, aber keine Geraden. Oh. Ja, das war eben auch so dieses, ich könnte jetzt das Tetris machen, aber ich mache lieber dieses eine Loch, was da mittendrin ist. Das mache ich noch dicht. Und das hat mich jetzt gekillt. Da hat der OCD gesiegt.
Aber ja, so welche Momente kennt man zu gut. Wenn es im Hirn klemmt, muss man was dagegen machen. Oh ich ja. Ich rede jetzt nicht von Intelligenz oder sowas. Ich meine, so gern manche Leute auch so tun, als wären sie irgendwie perfekt. Jeder hat irgendwann mal Hirnpups, ob man es zugeben möchte oder nicht. Allein wenn ich bedenke, was ich von den letzten Tagen von Schlafdefizit habe aktuell. Wo es verrecken nicht schlafen konnte. Ja, irgendwas ist ja immer, aber dafür die Zeit wenigstens genutzt, um Videos rauszukloppen. Ich wieder viel über DaVinci Resolve gelernt. Schönes, dann haben wir auch noch ein bisschen Feiertagscontent für zwischen den Jahren. Deswegen voraussichtlich an euch, wollte ich gerade in die Kamera winken, schöne Feiertage, guten Rutsch oder frohes Neues. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Sucht es euch raus. Oh ja. Und wenn es nur ein Hanukkah-Fest ist, obwohl, was heißt hier nur? Es ist ein genauso legitimer Feiertag wie, ich sag mal, die typischen christlichen Feiertage. Ja, pass auf, sonst kommt Kwanza-Bot vorbei und schenkt dir das Buch Was zur Hölle ist Kwanza? Grüße gehen raus an alle Futurama-Fans. Oh, Ripperino. Jo. Ach ja, da wollte bei mir auch kein Gerade mehr kommen. Naja, es ist halt immer ein bisschen gepoker und es ist halt einfach random. Aber nicht zu null, also. Ja gut. Tetris ist halt auch Übungssache, wenn du da halt voll in die Competitive Player siehst, wo du da hängst, so, what the fuck. Und stellen wir auch noch 5. Okay, das kann zwar nur im Chaos enden, aber darum geht's ja. Deswegen, wir spielen jetzt High Five. Jetzt wird's halt einfach nur nochmal stressig. Jetzt ist wirklich einfach nur Problemmanagement angesagt. Ach du Scheiße. Das ist zu 90% die Reaktion, wenn jemand das erste Mal den Modus hier spielt. Bei Tetris ist halt einfach nur mega cool. Es kann halt jeder relativ problemlos lernen. Hat an sich bestimmbaren Anspruch. Und ich glaube, darum ist das Spiel halt auch... Nein! Ich habe das Gefühl, die Timings sind ein bisschen anders wie auf dem Original Game Boy. Du, das würde ich jetzt aktuell nicht ausschließen. Ja, der Original Super Game Boy hat ja auch, ich glaube, er war langsamer als der Game Boy. Das zumindest in Europa sehr gut möglich. Nee, insgesamt. Okay. Der Super Game Boy 2 hat dann den Original Clock Speed vom Original Game Boy. Ich weiß aber nicht mehr, wo dran es... Oh, ich wollte gerade sagen, bei dir ging es gerade aber rapide nach oben. Es hat mir keinen Freiraum gelassen, irgendwo was hinzupacken. Hier ist halt auch jeder Fehler oder Verrücker ist halt eigentlich direkt RIP. Jetzt kommen die ganzen Geraden, weißt du? Ja. Direkt von Anfang an 2 Stück so. Ja, die können ich mal die Haare schmieren. Und mit den anderen Krims keine Ahnung, wo ich den Zeug hinpacken soll. Ja gut, noch Möglichkeit halt einfach rein abbauen, let's go. Ja, das ist bei mir gerade halt absolut nicht möglich. Zumindest nicht in der Reihenfolge, wie du es vorgesehen hast, würde ich mal tippen. Allgemein nicht irgendwie. Dafür wird mir hier zu viel random Zeug reingeschmissen gerade. Ja gut, das sind ja alles Randoms. Ist ja sogar mal halbwegs noch human, was das hier hingebürstet war. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ich denke mal, bei Tetris macht es aber auch viel aus, wie gut bei einem das räumliche Denken ist. Ob man Formen denken kann oder nicht. Folge setzt ein Ding ab, Panikmucke fängt an, so dieses Yo, let's go.
Ey! Du hast es geschafft, mehr als ein Ding gleichzeitig abzubauen. Ich hab keine Cheater. Ahnung. Cheater! Oh, das ist unschön. Oh, das ist schön. Das ist nicht so schön. Oh, oh, oh. Ach, komm! Ja. Nein, nein, nein. Ist das jetzt ein Doppel-K.O. gewesen? Oh, wow. Ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass du den Punkt gekriegt hast. Das war wohl so ein Bruchteil der Sekunde Unterschied. Ja, wie gesagt, das ist hier echt so Zufall, wie die Sachen hier fallen. Ich glaube, das ist das, was Tetris ausmacht. Randomness, the game. Mhm. Oh, nee. Klingt ungut bei dir. Ja, oh. Man kriegt die halt die ganze Zeit Rap hingeschmissen und ich weiß nicht, wohin damit. Na, am besten in Lücken. Ja, wenn es nicht in Lücken passt, ist es dann halt auch so dieses klappt nicht. Lass mal stecken. Jo, wollen wir noch eine Runde machen? Ja, Best of 3 wird zwar, hätte so oder so schon gewonnen, aber ja, warum nicht? Das macht ja gerade auch gut Laune. Dann lass uns mal auf 2 gehen, dann ist es nicht ganz plain. Wäre ja schön, wenn man mal was plain bekommen hätte. Ja gut, ich sag mal, auch die, die halt gut im Vorplan sind, denn ich sag mal, du kannst ja auch hier Handicap machen. Dann hätte jetzt mir halt einen höheren Startlevel verpassen können als dir. Weiß noch, das war damals immer Diskussion, wenn du einen halt die ganze Zeit platt gemacht hast und dann kam einer an, die, oh, mach doch mal hier bei dir erhöhten Schwierigkeitsgrad rein, learn to play. Ja gut, learn to play hat man damals noch nicht gesagt, als ich in dem Alter war. Aber ungefähr das war so die gleiche Aussage. Ich denke, wir haben damals auch auf dem Gameboy versucht, alles irgendwie mit oder gegeneinander zu spielen, auch wenn es nicht möglich war, wie Super Mario Land, hat man dann halt die Dinger zusammengestöpselt und hat dann eigentlich gespeedrunnt. Wer war als erster im Endlevel, am Flagpole, hätte ich fast gesagt, am Endtürchen und solche Dinge. Ja, das war bei uns im Schulbus damals Dr. Wily's Revenge. Ja, nur, dass wir halt mit dem Dialogkabel die Gameboys verbunden haben, was halt absolut die Gameboys nicht interessiert hat. Hier geht auch wieder Grüße raus an den schon oft genannten Red Guy. Ich muss mal irgendwie auch mal einen Trailer hierfür machen oder sowas. So als Aufruf an die Leute, dieses Yo, meldet euch doch mal. Und die, die Bock haben, die haben meistens keine Capture Card. So. Oh, das war bei mir jetzt auch gerade so dieses bring das Zeug unter, um Zeit zu schinden. Ja, ich hab's auch nicht mehr hinbekommen. Aber das sieht man ja die ganze Zeit. Ja, wir werden hier nach auch direkt dann Kirby's nicht Golf Course. Dream Course. Dream Course, ja, man kann sagen, ich muss hier rumdrehen, da liegt das Original Super Nintendo Spiel. Das ist dann ein bisschen gemütlicher. Hey! Hehehehe.
Eins zu früh, liebe Gerade. Eins zu früh. Bei mir dürfte auch mal gerne wieder eine Gerade vorbeischauen. Also war auch mal wieder typisch dieses, ja, okay, kriegst du das Tetris nicht fertig. Hauen wir die Gerade mal rein und dann kommt als übernächstes wieder eine Gerade. So, ja, danke, Spiel. Du kannst übrigens auch gewinnen, wenn du ein Clearscreen schaffst. Oh. Das funktioniert übrigens auch. Also wenn du alle Lines abgebaut hast, die auf dem Bild zu sehen sind. Und halt wirklich dann komplett einen nackten Bildschirm stehen hast, dann ist auch die Runde für dich gewonnen. Ja, bei mir ist wieder RIP. Ich bin auch gerade mit Damage Control beschäftigt und das L kann ich auch gerade nicht gebrauchen. Ja, vor allem je nach Frame scheint das auch irgendwie so dieses, so, hier ist der Block, du darfst ihn aber nicht bewegen, weil da gerade irgendwie was nachkommt. Also was mir hier wahnsinnig schwer fällt, ist das Nachrücken. Du kannst ja, wenn er eigentlich schon aufliegt und du nicht in den Block runterslammst, kannst du ihn ja noch nach links oder rechts nachrücken in irgendeine Mulde, die von oben her offen, die von der Seite her offen ist. Mhm. Da habe ich hier massive Probleme, dass das nicht klappt. Mich stört das aktuell auch so manchmal gerne. Dass das dann so gefühlt, bevor man dazu kommt, den Block noch in die Ecke zu schmeißen, der sich einfach denkt, so, ich bleib jetzt hier. Oh. Ich wohne jetzt hier, Arschloch. Mhm. Ist er wieder die schöne Mucke? Ist er wieder weg? Ist immer schön beim Cutten, wenn du dann Musik ist da, Musik ist weg. Musik ist da, Musik ist weg. Also euch fällt es jetzt hier nicht auf. Ihr werdet die ganze Zeit Mucke haben. Wir spielen ohne Musik. Die habe ich in der Post-Production geedit. Sonst habt ihr hier zweimal das Tetris-Theme gleichzeitig öckeln. Und das will man nicht. Bei aller Liebe zu guter Videospielmusik, das ist dann doch ein bisschen anstrengend. Also irgendwie Panikmucke, die kann man nicht weglassen. Aber ich mache normalerweise, wenn ich es nicht vergesse in der Post-Production, jeden von uns ein bisschen links- oder rechtsbündiger. Je nachdem, wo dann das Bild von uns ist. Liebes Spiel, ich brauche einen viereckigen Block. Give me that! Give me that! Au! Do it! Ja, hauptsächlich wirklich einfach eine Schadensbegrenzung dran. Na, du auch. Aber das klappt nicht mehr. Ja, ich war hier prinzipiell ständig am Versuchen, hier unten die Blöcke, die du mir geschickt hast, freizuräumen. Aber ich habe diese Startlines halt nicht weggekriegt ums Verrecken. Naja, geht mir genauso. Was wir damals immer gerne gemacht haben, wenn wir die Geraden nicht gebrauchen konnten, die haben wir einfach an einer Seite vom Rand hochgestapelt. Und der andere ist dann gerne mal cocky geworden. Da drüben ist ja fast fertig, weil du hast ja links am Rand das Höhenmeter, wie hoch der andere ist. Mhm. Da konntest du dann auch gerne mal baiten, dass da einer dann versucht hat, dem anderen möglichst fette Dinger rüber zu ballern und hat sich dadurch dann verbaut oder sowas. Die Pro-Strats. Keine Ahnung, ob es welche sind, aber... Aber wenn ich bedenke, du warst eben sehr, sehr niedrig und dann ist es bei dir ganz schön hochgeballert. Ja, sowas kann schneller passieren, als man denkt. Ja, vor allem brauchst du ja teilweise nur einen Verrücker drin haben, der dich dann halt über die Klippe schubst. Oh ja.
ich sag mal, gerade die, die vier langen Schächte kannst du ja wirklich auch nur eine Gerade dafür gebrauchen. Mhm. Alter, wie viele Würfel wollt ihr mir denn noch hier am Stück hinterherwerfen? Immer ganz hilfreich ist, wenn man keine Musik hört, also jetzt in unserem aufnehmenden Falle her, dann ist meistens die Welt halbwegs in Ordnung. Aber bedenkt, Tomatenmann hat mich ja eigentlich bei der ersten Aufnahme besiegt, aber da war seine Aufnahme RIP. Yay! Und dann haben wir es halt nochmal aufgenommen, da hat er dann gar nichts mehr gebacken bekommen. Reicht dann aber auch so fair zu sagen, dieser Mofti hat mich ja eigentlich besiegt gehabt. Das wollte er eigentlich geheim halten, war dann auch so, warum? Funktioniert halt leider nicht immer alles so, wenn ich bedenke, was wir bei Ike schon für Probleme hatten, was wir für Aufnahmen scrappen mussten, weil bei irgendeinem mal einfach die Aufnahme RIP war und keiner wusste warum. Das ist frustrierend. Gerade wenn du halt mit mehreren Leuten dann drin oder dran hängst. Ach, verdammt. Okay, also du hast ein gutes Timing, wenn bei mir anfängt, Probleme sich zu türmen. Hey, gut, die türmen sich bei mir dann ja auch. Und dann noch so dieses, ich will einen Block in der letzten Sekunde drehen, aber das klappt nicht. Ja, jetzt live. Mhm. Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du dich dem Duellmassaker gestellt hast. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass du keinen Sieg für dich an Land ziehen konntest, aber dafür Siegerin der Herzen. Gute Unterhaltung ist mir persönlich Sieg genug. Ja, vor allem, wenn das Ganze halt im freundschaftlichen Rahmen stattfindet, ist ja nochmal was anderes. Wenn du dann irgendjemanden hast, der dann cocky, competitive ist oder sowas, dann macht's halt auch keinen Spaß, gerade wenn du casual bist wie wir. Richtig, richtig. Siehe die Freunde, die sich beim Monopoly-Spielen gegenseitig das Spielbrett einfach mal um die Ohren werfen. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich auch bei den Zuschauern. Nina wird bei mir im Abspann verlinkt sein und auch unten in der Videobeschreibung rumgedreht. Genau das Gleiche. Schaut auch jeweils bei dem anderen vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr bei beiden das Video guckt, auch wenn es prinzipiell das gleiche Video nochmal schauen ist. Deswegen lasst beiden Liebe, ein Däumchen, einen Kommentar da und natürlich gerne auch ein Abo. Und dazu noch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und vielleicht ein frohes neues Jahr. Genau. Bye. Tschüss. Bye.